glaube, das war eine wunderbare Sendung. Die Vielfalt dieses Landes ist so eindrucksvoll, ja auch so berührend und so emotional dargestellt worden. Da waren ganz starke Szenen drinnen. Ich glaube, da können wir sehr zufrieden sein. Und ich glaube, da können alle Mitwirkenden stolz sein. Sie haben großartige Arbeit geleistet und das Publikum gut unterhalten. Da bin ich mir ganz sicher. Und wie waren Sie zufrieden mit der Show heute? Na, das muss man die anderen fragen. Also da muss man jetzt den Regisseur fragen und die Verantwortlichen, ob sie zufrieden war mit mir. Ich bin nie zufrieden. Ich bin immer unzufrieden mit allem. Aber ich muss sagen, dass heute alles ihrem Schnürchen gelaufen ist. Es war wirklich toll und es war so geballtes Burgenland in 2 Stunden. Schön. Also von mir aus könnte ich jede Woche so eine Sendung machen. Herr Landeshauptmann, haben Sie denn auch vor, das Burgenland zum 100-jährigen Jubiläum zu führen? Naja, das überlasse ich den Burgenländerinnen und Burgenländern. Ich habe mich heute sehr darüber gefreut, dass wir in einer sehr tollen Feier, 90 Jahre Burgenland, miteinander feiern konnten, dass so viele Leute hier waren, dass das österreichweit übertragen wurde, unser Jubiläumsfeier. Und ich denke, dass auch klar dargestellt wurde, einerseits der historische Teil, die 90-jährige Geschichte, aber auch die Gegenwart und die Zukunft beleuchtet wurden. Und ich glaube, da ist das Burgenland auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben tolle junge Leute, wir haben eine tolle Jugend, die gut ausgebildet ist, die zum Burgenland steht, die für dieses Land arbeitet. Also wir können auch optimistisch in die Zukunft blicken und ich hoffe, dass das Burgenland 100 Jahre auch in guter Frische, in Stärke und mit hoher Lebensqualität feiern kann. Herr Krasnitzer, wer ist denn für Sie der typische Burgenländer? Wer für mich der typische Burgenländer ist? Wie schaut der aus? Oh, das ist schwierig. Weil wie kann man die Vielfalt auf einen einzigen Nenner herunterbrechen? Fast gar nicht. Ja? Das ist ja auch sozusagen das Schöne. Also wenn Sie jetzt einen typischen Burgenländer und die alle gleich aus, das war urlangweilig. Und insofern ist der typische Burgenländer gar nicht zu beschreiben, weil er eben in der Vielfalt besteht. Der typische Burgenländer, die gibt es natürlich nicht, aber der typische Burgenländer, die typische Burgenländerin hat eine Qualität. Sie ist sehr oft mehrsprachig. Und das ist was in der heutigen Welt sozusagen die Burgenländer besonders auszeichnet. Sie kennen verschiedene Kulturen, weil sie damit aufwachsen, sie kennen verschiedene Sprachen. Und das ist für die Zukunft was sehr Gutes. Frau Kalisch, wer ist denn der typische Burgenländer? Was meinen Sie? Na, heute war genug Auswahl dabei. Also alles zusammenmischen, mal durchschütteln und dann kommt er raus. Ein irrsinnig geselliger, kluger, musikalischer, emotionaler, hilfsbereiter, offener Mensch. Und wie schaut es denn mit der Musik aus? Also wenn man zum Beispiel in Kroatien Urlaub macht, dann kommt einem doch schon das sehr vertraut vor, wenn man das Burgenland auch so vergleicht. Musik spielt schon eine wichtige Rolle und auch bei der Musik ist das viel Kulturelle so wichtig. Du hast die ungarischen Einflüsse, die kroatischen Einflüsse, du hast die Musik, wie sie auch sonst in Österreich gerne gespielt wird und das mischt sich auch in einem gewissen Ort. Also gibt es welche, die das sauber und rein halten wollen, damit wir wissen, wo es herkommt und dann gibt es diese Mixtur, das gefällt mir gut.